es ist auch wieder so viel zu tun. Und überhaupt wird dieses Spiel nie langweilig. So, Fälle, Fälle, töte, töte, sammel. So. Und da hätten wir gerne eine Lampe. Nicht genügend Ressourcen im Lager. Ja, aber da liegen ja auch noch zwei rum. Entschuldigung. Von wo kommt ihr denn jetzt hier gerannt? Habt ihr wieder gespielt hier hinten? Tja, von hinten kommen sie. Haben wir sie überrascht. So, der mittelmäßige Komfort. Ist ja auch schon wieder Tag, ne? Also Nacht. Vielmehr. Nicht Tag. So, davon den Lampen könnten wir theoretisch könnten wir auch noch mehr Lampen gebrauchen. Theoretisch müssten wir auch demnächst mal wieder unter Tage gehen und uns noch ein bisschen Eisen besorgen. Und dazu könnte man auch noch ein paar Fackeln aufstellen. Wir haben auch noch ein paar. Wenn man überhaupt sieht, was hier noch, wo wir hier überhaupt sind. So, da eine, da eine. Da wollten wir uns ja eigentlich mal runtergraben. Das hat ja irgendwie auch nicht hingehauen. Der hat nicht hingehauen. Das heißt, wir müssen jetzt hier weitergehen. Was wir dann auch machen werden. Aber alles so zu seiner Zeit. So, das ist jetzt auch gepflegt. Der kann das hier mal bitte weg. Der Kellerkeller ist das quasi. Ach, guck mal, jetzt schläft er hier schon im neuen Bett. Hallo? Wir haben hier eine Leiter. Würdest du mal die Leiter benutzen? Wer ist das hier? Hallo Zwerg. Fipp. Ach, Fipp darf das. Fipp ist, der darf das. Er ist unser erster Zwerg, unser Fischer. Unserem Fipp könnte man nicht mal was beibringen. Der Fischer. Wollen wir Fipp auch zum Bogenschützen? Ach komm, wir machen Fipp auch zum Bogenschützen. Nimm ihn die den schweren Morgenstern, nimm ihn raus und gib ihm den schönen Bogen. Und dann könnte doch theoretisch, könnte doch jemand so nett sein und uns Feuerpfeile machen. Da brauchen wir nur ein bisschen, Feuerpfeil, nochmal. Wir brauchen das, Fäden und Harz. So. Dann haben wir auch Basic Weeping abgeschlossen. Wir sehen, unter Tage geht es auch schon weiter. Was hier da alles mit zu Butze, ne? Der zieht die Butze hier in den Dreck. Ich überlege ja, das werden wir alles abreißen. Das werden wir schließen hier. Noch nicht, aber bald. Ja, bald werden wir das schließen. Sag mal, Leute. Sag doch einen Ton. Ich mache euch doch hier auch ein Portal hin. Ich bin doch ein Gnädiger. Ich bin's. Euer Gott. Haben uns nicht immer gut verstanden? So, Lager. Wir haben zwei große Stühle. So, wo stellen wir denn die schönen Stühle hin? Vielleicht hier gleich so in den Eingangsbereich, so als Lesezimmer quasi. Nein, ich hätte gern. Nein. Nein, auch nicht. Ach, diese blöde Schnecke macht mich wahnsinnig. Geh doch mal, Schnecke. So, sammel Wasser. Aber das wird eh nicht funktionieren. So, Fipp ist jetzt übrigens Bogenschütze. So, der Tisch. Das kommt alles hier in den neuen Hobbykeller. Der ist nämlich viel größer, breiter, schneller, schöner. Oh, guckt euch mal die hübschen Stühle an. Ganz neu. Von einer bekannten Marke. Ach, dann bauen wir uns noch ein schönes Bücherregal. Weil wir es können. Ein paar Nägel haben wir bestimmt auch noch. Bauen wir uns zwei Stück davon. Sind die gleich fertig, die Bücherregale, oder werden die noch geschreinert? Oh, guck mal, Nachttöpfe. Dafür brauchen wir Ton. Ups. Und für Ton brauchen wir Wasser und Erde. Ja, so 40 mal Ton sollte reichen.
Und dann können wir hier so eine schöne. So zwei so richtig schöne Vasen können wir dann bauen. Die kommen. Also die Nachttöpfe kommen dahin. Und da kommen die hin. Also in die Mitte kommen die Nachttöpfe. Ach, schön. Hier kann dann demnächst kann dann da auch weitergebaut werden. Aber erstmal müssen die Pfeile zu Ende gebaut werden. Da sind sie ja am Arbeiten. Dann können wir auch bald das neue Dach bauen. Ach, guck mal, hier können wir schon Ziegel und Farbe und Stahl können wir schon bauen. Da können wir schon die neuen Komfortbetten machen. Stahl. Und ein bisschen Stahl herstellen. Vielleicht nicht ganz so viel. So 6 Eisen lasse ich mir erstmal. Den Rest verballern wir dann erstmal in den Stahl. Dann können wir noch ein bisschen die Tiere jagen gehen. Ah ja, hier sind sie auch schon fertig. Könnten wir das auch noch mal eben machen. Das hier ersetzen. Den blöden Eber töten. Tja, da kriegt der Eber schon aufs Maul. Mit den neuen Pfeilen. Nee, das sind noch die alten, oder? Ich glaube, das sind noch die alten. So, dann machen wir auch eine schöne. Ersetze Stein, ersetze Stein. Ersetze Stein. Und ersetze Stein. Können wir hier eigentlich auch nochmal was raufbauen? Nein! Du bist so ein Idiot. Hab ich dir schon mal gesagt? Jetzt kletter nochmal hoch und sterb halt. Ich glaube, zur Sicherheit bauen wir hier mal. Alter Schwede. Zur Sicherheit bauen wir da mal lieber was hin. Bevor die hier wirklich noch sterben. Kann er sich eins dieser wunderschönen Betten aussuchen, die immer noch nicht reichen, wohlgemerkt. Aber 48 Komfort haben wir. 48 Komfort. So, dann haben wir da Lampen, da Lampen. Da und da geht leider nicht. Ach, guck mal, er hat auch schon mal gepennt. Es ist wohl ein etwas tollpatschigerer Zwerg. So, da haben wir jetzt auch eine Lampe. Dann können wir uns hier ein bisschen weiter durchbuddeln. Lalalalalala. So. Dich können wir auch noch besiegen. Liebe Zwerge, es gibt mehr als genug zu tun da unten. Ihr müsst euch nicht langweilen. Ich glaube, mit den Portals warte ich mal ein bisschen. Das zieht uns hier auch runter, ne? Darf man auch alles nicht vergessen. Dann bauen wir dann ein schönes Ziegeldach rauf. Jetzt müssen wir nochmal eine Häuserecke höher bauen. Vielleicht sogar dreistufig dann. Dann brauchen wir auch bald mehr Holz wieder. Gerüste brauchen wir. Kann man den Hausbau etwas einfacher gestalten? Okay. Ja, ich lasse es ja schon. Können die da nicht hochklettern? Ach, das ist ja ärgerlich. Ja, dann vergesst es halt. Dann machen wir das später. Wenn wir die Gerüste haben. Ist ja auch kein Thema. Haben wir bald. Ne, wenn die Pfeile fertig sind, haben wir auch Gerüste. Der Schreiner schreinert vor sich hin. Hier müsste man noch ein bisschen zu Ende arbeiten, bitte. Ist nicht mehr viel, ihr habt es gleich geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann schalten wir mal mit der Leertaste. Schalten wir gleich mal alles durch. Bitte. Bitte auch den töten. Dann können wir hier noch ein paar Fackeln setzen. Wir auch sehen, was wir hier machen. Oh, da geht es schon wieder tief hinunter. Tief, tief, tief.
Dann haben wir erstmal den Weg geebnet wieder. Haben auch schön viele Blätter jetzt geholt. Guck mal hier, dann, wenn die Zwerge hier hochklettern, kriegen sie gleich mal die volle Breitseite von den Pflanzen. Ich glaube, wir bauen hier unten einfach noch, solange wir es brauchen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Betten. Das reicht erstmal. Ne? Dann haben wir da noch unten im Keller quasi so einen kleinen Nebenschlafsaal. Weil so, dass auch wirklich jeder Zwerg ein Bett hat, ist schon recht wichtig. So, jetzt wollte ich nochmal durchschalten, kurz vorm Angriff. So, hör mal hier, du gehst schlafen. Gute Nacht. Du gehst auch schlafen, gute Nacht. Du gehst schlafen, gute Nacht. Du gehst schlafen, gute Nacht. Sehr schön. So, dann haben wir gleich hier das große Schlafen vor dem Angriff. Och, ihr habt das alles so schön gemacht. Wir haben so ein schönes Häuschen haben wir gebaut. Mit richtig schön viel Stühlen. Nachttöpfchen. Und bald können wir noch mehr Deko bauen, ne? Dann bauen wir da... Oh, wir haben die Bücherregale. Die Bücherregale. Sehr schön. Ups, ich musste kurz mein Mikro muten fürs Niesen. Ich hoffe, es war rechtzeitig. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier so ein richtig schönes Regal drin. Also das ist doch an Gemütlichkeit kaum noch zu überbieten. Na gut, man darf das Schnarchen da jetzt nicht überbewerten. Da wird halt viel geschnarcht bei den Zwergen. Ach, da ist schon wieder so ein blöder Zombie. Und das noch einer. Das ist nicht nett. Geht doch weg, ihr Zombies. Leute, wir haben hier Zombie-Alarm, wenn ich bitten dürfte. Ja, da kommen schon die Pfeile. Wir haben denen doch gesagt, benutzt die. Ihr dürft sie benutzen. Naja, egal. Eigentlich benutzen sie die von alleine. Ach, guck mal, wie schön die da schon können. Dwayne haben wir hier wieder. Dwayne. Dwayne ist Jäger. Aber kein Bogenschütze. Wir haben jetzt auch das Buch leider nicht für Drain hier. Fip. Fip. Wo ist Fip? Fip, 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 Fip. Da ist Fip. Oh, Fip kann seine Skills nicht mehr verbessern. Ist leider schon umgefallen. Dann können wir auch die Schreinerwerkstatt einfach mal entfernen. Das entfernen wir. Bitte entfernen Sie alles. Das erfahren wir dann danach noch. Dann bauen wir die Schreinerwerkstatt, bauen wir dann... Die bauen wir dann eins höher. Und das kommt vielleicht auch alles in den neuen Hobbyraum dann. So, und der Tage geht's weiter. Ach, da war auch eine. Verrückt. Das dürfte er, genau. Der verhindert jetzt nämlich, dass... Dieser Zwerg da hinkommt. Na. Dann bauen wir das hier einfach zu. Dann wird das hier noch mit Holz ausgekleidet. So. Dann haben wir das richtig hübsch. Hübsch haben wir das denn. So, hier haben wir jetzt auch Licht. Er hat es dem Zwerg, das mag er nicht, ne? Wenn da rumgeschossen wird. Das findet er nicht gut. Das müsste auch bald wieder Tag werden. Hier sieht man ja auch den Tag-Nacht-Rhythmus. Das ist auch sehr geschillt, so in normaler Geschwindigkeit mal das Ganze. So, aber das ist mir jetzt hier noch ein Anliegen. Jetzt müssen wir die Pfeile mal abbrechen, damit sonst werden sie ja dann nie fertig. So. Bitte packt hier alles ein. Entfernt auch die Fackeln. Da machen wir gar nichts mehr draus. Ne? Das Loch schütten wir zu quasi. So, hier entferne Fackeln. Entferne Fackeln. Entfernen. Entfernen. Das schütten wir einfach zu. So, hier die Leiter kann auch schon weg.
kann auch schon weg hier eigentlich. Entfernen, entfernen. Die Schnecke kann tot. Sonst mauern wir sie einfach mit ein. So kann ich auch nichts. Ich sag ja nur 38%.